Ich filme dich. Ich filme dich. Ich filme dich. Ja, hol dir Apfel. Juden oder nicht Jude? Du musst damit klarkommen. Du musst damit klarkommen. Und auf dem Weg zur Bahnhaltestelle haben uns drei Jungs begegnet. Als sie sahen, dass wir Kippa aufsetzen, haben sie angefangen, uns zu beleidigen und zu schimpfen. Wir sind einfach weitergegangen. Wir haben nicht reagiert oder irgendwas gesagt. Und irgendwann hat mein Kumpel gesagt, dass sie einfach aufhören sollen. Und dann ist einer zu mir gekommen und dann hat er seinen Gürtel rausgenommen und hat angefangen, mich mit dem Gürtel zu hauen. Und als ich gesehen habe, dass er zu mir kommt, habe ich sofort mein Handy rausgeholt und ich habe es gefilmt, weil es mir wichtig war, dass die Polizei irgendeinen Beweis hat, ein Gesicht von dem Täter. Der Antisemitismus ist offener geworden, er ist gesellschaftsfähiger geworden und leider ist das Blaming, was dafür eigentlich stattfinden müsste, noch nicht genug. Ich bin nicht weggerannt, weil ich glaube, dass ich nichts Falsches gemacht habe. Von daher war meine Entscheidung, stehen zu bleiben, richtig, finde ich. Eine genaue Lösung kann ich nicht sagen. Aber was richtig wäre, ist, dass die Leute, die das Gesetz nicht respektieren wollen oder die Regeln hier in Deutschland nicht respektieren wollen, keinen Platz mehr hier bekommen in Deutschland. Ich glaube, jüdische Menschen in Deutschland verwirrt es sehr, dass auf der einen Seite schon die richtigen Dinge von den Medien gezeigt und auch von der Politik gesagt werden, aber auf der anderen Seite die Situation auf den Straßen sich nicht verändert. Wir fragen uns, woher kommt diese Diskrepanz und wie kann diese Brücke überwunden werden? Und auch da haben wir jetzt nicht die große Lösung dafür. Der Ansatz mit dem Antisemitismusbeauftragten ist schon mal ein guter und ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es muss noch viel mehr passieren.